Also YouTube, hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir sind noch dabei, hier rumzulaufen. Oh, und da ist schon der Müller. Ja, mit dem müssen wir gleich reden, aber ich wollte natürlich vorher einmal gucken, was wir hier so Schönes haben. Aber gut, ist eine Mühle. Was werden wir schon großartig in der Mühle haben, außer Mehl? Eine, ja, Presse, Mühle. Herunterladbare Inhalte aktiviert. Genau, das sind die DLCs. Ich habe nämlich diese Super Edition mir irgendwann mal geholt vor Jahren. Und da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 DLCs drin. Und einige sind durchaus gar nicht schlecht. Also das Los einer Frau ist gar nicht schlecht. Und ich glaube, da gibt es noch mehr. Irgendwas mit Hans Campon. Hier, die amorösen Abenteuer von Herrn Hans Capon des Kühnen ist eigentlich auch gar nicht so schlecht gewesen. Die anderen habe ich gar nicht gemacht, muss ich gestehen, weil ich nicht weiß, wo man die triggern konnte. Das sieht aus, als ob er schwebt. Er schwebt auch. Okay, wieder mal einen Bug gefunden. Der schwebende Hund. Nur in Kingdom Come Deliverance. Jawohl. Flieg weiter. Fury, flieg! Flieg dahin! Ja, Trab! Schritt, Trab! Flieg! Schritt, Trab! Flieg! Ja, ich komme ja gleich. Sobald der Hund zu Ende geflogen hat. Oh Mann. Du kannst da nicht buddeln. Hund. Du musst auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Hund! Hund, geht's dir gut? Hund, du zitterst. Du brauchst was zu essen. Theresa, dem Hund geht's nicht gut. Schloss knacken? Okay, das können wir nicht. So, wo ist denn der Typ jetzt hin? Hier ist noch ein Eingang. Ah. Da ist er. Ich bin Heinrich. Danke, dass du mich aufgenommen hast. Ich heiße Heinrich. Danke, dass du mich aufgenommen hast. Ich heiße Peschek. Und das ist meine Mühle. Meine Nichte Theresa kennst du ja schon. Das Mädel hat dich die ganzen 2 Wochen umsorgt, die du halbtot rumgelegen bist. Und wo wir gerade über den Tod reden. Während du an die Höllenpforte geklopft hast, hat der Aderlasser ganz schön mit dir zu tun gehabt. Hat ordentlich gewerkelt, damit du nicht ins Gras beißt. Und billig ist der Quacksalber nicht. Hab ihn entlohnt, so gut es ging, aber du schuldest ihm noch was. Verstehe. Naja, besser verschuldet als verblutet, oder? Wie hoch sind die Schulden? Ich scheue harte Arbeit nicht. Das wirst du nicht mit Mistschaufeln abbezahlen. Ich hab da was Besseres im Sinn. Nur kann ich nicht jeden Dummdödel schicken. Wenn du beweist, dass du ein kluges Kerlchen bist, habe ich vielleicht was für dich, womit du richtig Kohle machen kannst. Was sagst du? Dir schwierlichtiger Spielunke. Den mag ich eigentlich nicht so, nicht wahr? Worum geht es? Könnte ich nicht einfach zahlen? Könnte ich die Schulden nicht einfach zahlen? Was bist du nicht für ein undankbarer Köter? Aber wenn du glaubst, du hast Geld zum Säuefüttern, dann nur zu. Du zahlst mir die Behandlungskosten und für die 14 Tage Pflege. Ja, klar. So viel habe ich nicht. Dann komm wieder, wenn du das Geld hast. Schulden müssen beglichen werden. Oder du erledigst den Auftrag. Er will unbedingt, dass wir diesen Auftrag machen. Erzähl mir erstmal davon. Erzähl mir davon. Nichts Aufregendes. Nur, dass du was von wem holst und es wem anders bringst. Und dich nicht dabei erwischen lässt. Das klingt simpel. Bis auf das nicht erwischen lassen. Weshalb sollte mich jemand dabei erwischen wollen? Ach, mach dir deswegen keinen Kopf. Ist eine Aufgabe wie jede andere. Nur brauchst du dafür die richtige Geisteshaltung. Hast du ein Problem mit Leichen? Kein ehrbarer Mann sollte sie berühren. Das ist eine Aufgabe für den Henker. Hast du geglaubt, ich schick dich auf dem Feld und lass dich Rüben ziehen? Im Feld ackern kannst du, aber woanders.
Ich will wissen, ob du dich in das Grubeln verkriechst wie so ein Jammerbalg oder ob du offen für ungewöhnliche Aufgaben bist. Vergiss es. Ich bezweifle, dass ich der Richtige für diese Aufgabe bin. Ich will nicht, dass sie mein Gewissen belastet oder meinen Ruf. Frag einen anderen. Wie du willst. Ich gebe dir die Chance, deine Schulden abzuarbeiten. Du kannst dich da nicht rauswinden. Ich will mein Silber zurück. Ja, der und sein Sonst Silber. Mach ich dir das Leben zur Hölle. Wirst sehen. Dann viel Glück. Wirklich. Dem würde ich sogar extra was zahlen, nur damit er die Fresse hält, nicht wahr? Oh, mein armer Hund. Zitterst immer noch. Mann, Fury. Ich hoffe, es wird ein gutes Ende mit dir nehmen. Dann fragen wir mal mit Theresa, was los ist. Hast du schon gegessen? Ja, es war sehr gut. Das Brot war sehr gut. Hast du es gebacken? Ja, freut mich, dass es geschmeckt hat. Okay. Wir fangen wieder an mit Kräuter sammeln, ihr kennt es. Ich bin halt eher so ein Kräuterkunder, nicht? Viele kämpfen eher, schlagen sich eher, prügeln sich eher. Ich bin eher Blumenfreund. Hier ein Ringelblümchen, da meine Brennnessel. Und schwuppdiwupp haben wir genug Geld und können unsere Schulden abbezahlen. Hätte ich dieses erste Beil nicht gekauft, dann hätten wir das sogar gehabt. Ich hätte ihn direkt ausbezahlen können, das ist krass. Wahrscheinlich gibt es einen anderen oder noch eine andere Quest, wenn man ihm direkt ausbezahlen kann. Dann sagt er, wo das herkommt, da gibt es sicher noch mehr. Wo hast du das Geld her? Wahrscheinlich beraubt er uns dann. Na? Na, das Anvisieren. Brennnesseln. Ich muss aufpassen, nicht? Wir sind eh gleich wieder überladen sonst. Wie viel haben wir denn? Oh, wir sind schon überladen. Aber wir haben Blumenmädchen. Das reicht. Okay. Dann gehen wir mal die Stadt erkunden, würde ich sagen. Den Gerber direkt hier nebenan. Habt ihr einen Waschtrog? Ich bin total dreckig schon wieder. So. Hallo, Händlerin. Grüße. Was benötigst du? Was hast du? Lass uns handeln. Gegen Ratai? Ja, viel Glück. Müssen wir sie über Ratai irgendwas fragen? Nee. Verkaufen. Escape. Ich will eigentlich hier oben. Irgendwie. Jetzt. Jetzt kann ich auch wieder klicken. Der hatte irgendeinen Bug. Ich konnte da nicht draufklicken die ganze Zeit. Jetzt geht's. Mein Vermögen, 99. Hä? Dann konnte ich ihn nicht ausbezahlen? Okay. Oder habe ich das falsch gelesen? Wahrscheinlich hatten wir schon genug. Ich weiß nicht, ob die Waffen bei ihr gut aufgehoben sind vom Verkaufswert her. Ich glaube, da kriegen wir woanders mehr. Kann das sein? Wahrscheinlich. Auch hier, 0,1, nicht? Das ist viel zu wenig. Was würde sie uns denn für den Käse geben? 1,2, nee. Ich glaube, wir machen den Käseindex. Wir haben immer einen Käse ab sofort in der Tasche. Nicht wahr? Und? Naja. Kann ich spurten? Ja, ist okay. Boah, stinkt die Brühe hier. Mann. Bürger. Gott sei mit dir. Was hast du mir so zu erzählen? Okay, auch nur Ratai. Da können wir wahrscheinlich irgendwas übers Dorf erfahren.
Also die Karte war schon damals super schön gestaltet. Bürgerin, sie hat wahrscheinlich auch nichts. Gott sei mit dir. Wie kann ich helfen? Wir können hier mal reinklicken. Herr Hanusch, bla bla. Wie kommen die Flüchtlinge? Okay, irgendwas über die Kumanen. Hast du irgendetwas über die Kumanen in Sigismunds Armee gehört? Weiß nicht, ob's bloß Altweibergeschichten sind, aber ich hab Fürchterliches gehört. Mhm. Okay, Fürchterliches. Wie lebt es sich hier? Wie ist das Leben in Ratai? Das ist eine Gutsstadt. Und unser Herr verstrickt sich nicht in politisches Gezanke. Also ist's hier friedlich. Okay. Wie ist Herr Hanusch seit? Was ist Herr Hanusch für ein Burggraf? Er ist eisern, aber gerecht. Gottlob, er mischt sich in nichts ein wie dieser Herr Ratzig da, weswegen auch keiner über uns herfällt. Außer, dass Herr Ratzig sich jetzt hierhin zurückgezogen hat. Okay. Mach's gut. Also viel können sie uns auch nicht sagen. Hast du was verloren? Aber hier haben alle auf jeden Fall einen Hund. Hallo? Hallo. Was haben wir hier noch? Kann man nicht sammeln. Mohn. Ah, wir sind eh überladen. Können wir wenigstens nochmal Mohn mitnehmen. Und wir sammeln auch schon in einem beträchtlichen Umkreis, nicht? Also wenn ich hier Mohn anklicke, dann sammeln wir den Mohn. Wenn ich das anklicke, das. Es kommt halt alles mit dem Level. Das ist schon nicht schlecht. Das heißt, man muss sich seltener bücken, um genauso viel Pflanzen oder mehr Pflanzen als vorher zu bekommen. Und Pflanzen können einen wirklich gut mit Geld versorgen auf die Dauer. Klar kann man auch, wenn man gut ist, eher Banditen jagen, nicht? Ist genauso, glaube ich, hilfreich. Du kannst nicht spurten. Ja. Badehaus haben wir hier. Und Kräuterkunde ist auf die nächste Stufe gekommen. Das ist sehr gut. Oh, Ringelblumen haben wir gesammelt. So eine Distel. Kann ich aber nicht aufnehmen. Naja. Wir waschen uns nochmal so. Badinhaberin. Der Herr sei gepriesen. Wie kann ich helfen? Lass uns handeln. Das klingt doch vernünftig. Mach's gut. Was können wir denn verkaufen? Okay, sie will eigentlich nur Nahrung. Ja, das hilft uns nicht viel. Wir können hier 2 Äpfel verkaufen. Was hat sie im Angebot? Tränke. Marathon. Was ist das? Fertigkeitenbuch zum Thema Vitalität. Okay. Verbände. Hätte ich nicht Verbände, die ich verkaufen kann? Ah, die würde sie nicht haben wollen. Was gibt's denn für Dienste? Ich bin an euren Diensten interessiert. Aha, und was darf's sein? Neue Hauptstufe haben wir dadurch erreicht. Ich möchte ein Bad nehmen und meine Kleider reinigen lassen. Ich möchte meine Wunden versorgen lassen. Ich brauche Heilung und ein Bad. Ich hätte gern ein Mädchen und alles, was dazu gehört. Oha. Ich möchte mir die Haare schneiden lassen. Ich möchte mich rasieren lassen. Oh, geht, oder? So ein Bad steht uns. Ich möchte ein Bad nehmen und meine Kleider reinigen lassen. Ich brauche ein Bad und saubere Kleider. Natürlich, aber zuerst das Geld. 10 würde es kosten. Das ist mir zu teuer. Und wie viel würdest du zahlen? Wie wäre es mit 7? Dann mit 8. Zufrieden? Das ist zu wenig. Mal gucken, wie pissig sie ist. Oh, schon sehr. Du wirst es nicht bereuen, das verspreche ich dir. Dann viel Glück. Bevor wir in die Stadt gehen, sollten wir uns auf jeden Fall aber einmal sauber gemacht haben. 9 Groschen weggegeben, aber jetzt sehen wir wieder aus wie neu. Unsere Kleidung, nicht? Wieder halbwegs ordentlich, wobei sie nur sauber ist.
Sie hat ja einen Sauberkeitswert, aber sie hat auch einen, sag ich mal, Dreckigkeitswert. Ein Zustandswert. Also sie hat einen Zustand und eine Sauberkeit. Und wir haben nur die Sauberkeit erhöht. Das heißt, wenn ein Loch in Kleidung ist, dann bleibt trotzdem ein Loch da. Nur weil es gereinigt wurde, ist das nicht weg. Da muss man dann zum Schneider oder zum Schmied oder. Da gibt es also viele Optionen. Hier gibt es überall Essen. Man sollte nicht am Anfang sich das komplette Essen reinzimmern, sondern das so ein bisschen sparsamer verteilen. Kann ich zumindest nur raten. Schön, oder? Ein schöner kleiner Bach hier durch das Dorf. Und bevor wir die Häuser alle ablaufen, wir sind ja überfrachtet, gehen wir mal in die Stadt. Vielleicht können wir auch die Rüstung, die wir haben, verkaufen und gegen eine mittlere Rüstung oder so tauschen. Das Problem ist, wir kriegen natürlich sehr wenig für die und neue Kleidung ist sehr, sehr teuer. Das heißt, man ist eigentlich so ein bisschen an das, was man kriegt, so gebunden. Andererseits ist die Rüstung auch so schwer, dass sie uns auch eher behindert, auch beim Kämpfen, nicht? Klaut sie uns Vitalität und Agilität. Das heißt, man muss abwägen, was man denn wirklich möchte. So ein bisschen Kamille können wir noch machen. Und wir haben noch einen Schnellreisepunkt freigeschaltet. Hier muss man auch aufpassen, nicht den Hang runterfallen für eine Kamille. Aber eine Kamille extra wäre schon gut. Da unten sind also auf jeden Fall Lager. Und hier die Mauern von Ratai, die sich über unseren Köpfen erheben. Hier haben anscheinend ein gelbes Banner. Mal gucken, ob wir überhaupt reinkommen. Ich glaube, von der Seite dürfen wir gar nicht in die Stadt rein, kann das sein? Hier irgendein Lager von Flüchtlingen anscheinend. Halt! Wer bist du und wohin willst du? Heinrich, der Sohn des Galitzer Schmieds. Ich möchte zu meinem Lehnsherrn, Ratzig Kobilla von Dwojitz. Sicher. Und ich bin der Papst. Was willst du von seiner Lordschaft und wieso glaubst du, dass er dich empfängt? Okay, wir wissen nicht seine Werte, aber wir haben hier 9 plus 2, das ist schon gut. Ich bin Herrn Ratzig Schmied. Sei vernünftig, ich bin kein einfacher Bauer. Ich bin Herrn Ratzigs Schmied und muss ihn sprechen. Und ich bin der, der dich aufhält. Ah. Aber 15 hat er da. Okay. Ich muss Herrn Ratzig was sagen, was mit seinem Schwert geschah. Ich sehe vielleicht nicht danach aus, aber ich weiß, was Ehre und Pflicht bedeuten. Und meine Pflicht ist es, ihm zu sagen, was mit seinem Schwert geschah. Also gut, geh schon. Oh. Aber gib nicht mir die Schuld, wenn Herr Ratzig dir das Fell gerbt. Okay, das war erfolgreich. Ja, wir müssen unbedingt herausfinden, welche Werte die anderen Leute haben. Aber wir gucken mal unsere Hauptstufe an. Was können wir denn noch lernen? Das Leben ist hart. Du stammst von ärmlichen Verhältnissen. Ach, das war das mit dem Bett. Speer. Wir könnten jetzt noch aufgedreht nehmen. Deine Energie sinkt um ein Viertel langsamer, weswegen du länger ohne Schlaf aufkommst. Klingt doch aber gut. Frischluft nach dem Kerker. Nach der Entlassung aus dem Kerker sind deine Werte verringert. Weniger verringert. Das brauchen wir ja nicht. So, das Leben ist hart. Ich würde sagen, dann gehen wir auf aufgedreht, nicht? Und lernen das. So. Dann halten wir auf jeden Fall länger durch. Das ist schon gut. Stärke. Da müssen wir echt noch ein bisschen leveln für die nächsten Freischaltungen. Redekunst könnten wir weitermachen. Ah, da wollten wir sparen, nicht? Bis wir hier Empathie und die anderen Sachen kriegen. Und Kräuterkunde ist erst auf 9. So, aber wir sind in der Stadt. Das ist doch schon mal viel wert. Ich weiß noch, wie ich mich hier verlaufen habe das erste Mal. Bürger. Na. Hier ist auch was zum Essen, nicht? Psst. Komm her, junger Mann. Ja? Guten Tag, wie kann ich helfen? Du willst doch, dass ich komme. Wieso lungerst du hier herum? Wieso lungerst du hier herum? Hast du keine Arbeit? Nein. Seit Sigismunds Schergen mir alles genommen haben, muss ich betteln. Mal Abschaum wie dich, was? Worum geht es? Worum geht es?
Seit ich alles verloren habe, kämpfe ich ums nackte Überleben. Bin in fremden Taschen erwischt worden. Und jetzt kann ich keinen Fuß mehr auf den Hauptplatz setzen, ohne dass mir die Büttel auf die Pelle rücken. Du bist also ein Taschendieb. Na gut, komm auf den Punkt. Aber lass die Hände da, wo ich sie sehen kann. Pastera, diese verfluchte Wache hat mir meine ehrlich erbettelten Groschen weggenommen. Er behauptet, ich hätte sie gestohlen und hat sie selbst eingesackt. Wenn du sie aus seinen Taschen zurück in meine befördern könntest, wo sie rechtmäßig hingehören, gebe ich dir was ab und bring dir ein paar Kniffe bei. Was sagst du? Ich bin kein Dieb. Such dir den anders dafür. Die Pest soll dich holen, dich und deine Nachkommen. Schimpft sich Christ und verweigert seinem Nächsten die Hilfe? Möge Gott über dich wachen. Möge Gott über dich wachen, gerade noch verflucht. Passt nicht so ganz, nicht? Ich finde es immer schade, die Spiele, nicht? Klar, viele Spieler wollen eher Dieb sein und klauen und alle ermorden und. Aber ich finde es immer nervig, genau wie bei Starfield, wenn man so eine Aufgabe aufgedrückt bekommt. Hier kannst du zum Glück Nein sagen, bei Starfield nicht. Ich weiß nicht, was die da geritten hat. Wolfram Puder. Okay, wir waschen uns nochmal. Oh, wir sind sauber. Gott sei mit dir. Wegen Ratai. Okay, wir könnten ihm die gleichen Fragen nur stellen, nicht? Wie kommen die Rataier mit den Flüchtlingen aus? Wie kommen die Rataier mit den Flüchtlingen aus? Ha! Reden wir nicht davon. Ich wünschte, dieses Geschmeiß wäre weg. Ich weiß, dass sie Pech hatten, aber sie tun nichts außer stehlen und Ärger machen. Tja, das ist mal eine fundierte Aussage, nicht wahr? Carolina! Möge Gott dich segnen. Kann ich behilflich sein? Okay. Möge Gott über dich wachen. Ja. Über dich auch. Wen haben wir hier? Kunesh! Du hast also überlebt. Scheiße. Richtig beobachtet. Kacke. Du hast noch Schulden bei mir. Du hast noch Schulden bei mir. Habe ich nicht vergessen. Mir schulde ich gar nichts, sondern deinem Alten. Und der ist tot. Also verpiss dich. Okay, wir kennen seine Werte nicht. Willst du wirklich, dass ich zornig werde? Wir versuchen es wieder mit unserem Stand. Obwohl das oft die höheren Werte hatte, neuerdings. Deswegen sage ich, sei vernünftig. Du kannst dich nicht ewig rauswinden. Und ob, du kannst mir nicht ewig auf die Pelle rücken. Okay, wir sehen aber, hier hat er wenig. Willst du wirklich, dass ich zornig werde? Willst du wirklich, dass ich zornig werde? Hältst du das für klug? Tu ich nicht. Erfolg. Na schön. Ich hab Schulden bei dir. Und was soll ich machen? Glaubst du, du kriegst aus mir was raus? Schau dir an, was ich hab. Aber vielleicht... Vielleicht kann ich dir sagen, wo du ein paar Münzen herkriegst. Wenn du dann die Schulden vergisst. Ich höre... Spuck schon aus. Nix da. Zuerst musst du schwören, dass du dann nichts mehr von mir willst. Das sind doch bestimmt illegale Dinge. Niemals. Niemals. Das stinkt wie ein gammeliger Karpfen. Ja, das, genau das. Weiß ich nicht, was ich dir geben soll. Okay, also von ihm würden wir nur auch eine Diebesquest kriegen, nicht? Also die ersten drei Quests, die man in dem Spiel kriegt, nachdem man wirklich im freien Spiel ist, sind klau was, klau doch was und klau doch was. Aber ich möchte nicht klauen, ich möchte nicht klauen und ich möchte nicht klauen. So. Okay, wir waren ja im Badehaus, das habe ich vergessen, nicht? Wir stinken gar nicht mehr so krass. Ein Schleifstein ist super wichtig. Da können wir nämlich ein bisschen üben. Beim letzten Mal hat uns der Vater ja... Okay. Reparieren, neue Stufe, sehr gut. Okay, die Bartaxt haben wir. Dann machen wir mal die Axt. Ich glaube, das war doch so, oder? Oder habe ich gerade die Axt gemacht? Ja, dann machen wir es nochmal. Mehr Druck. Mausrad. Ja.
So ist gut, nicht? Okay. Aufladen lassen. Butchers Axt können wir noch machen. Okay. Das ist, glaube ich, weder besser noch schlechter geworden, nicht? 98. Ah, die Bartaxt hat mir erst 75. Warte mal, da habe ich die nicht gemacht, nicht? Kann das sein? So, und mehr Druck. Ah, so, jetzt habe ich es. Irgendwie. Jetzt. Oh, die muss man echt tief halten. Oh. Ich glaube, das hat sie eher kaputt gemacht, nicht wahr? Das war nicht gut, glaube ich. Okay. Also die haben wir nicht gut hinbekommen, ja. Die haben wir eher zerstört. Die anderen Sachen haben wir verbessert. Okay. Das versuchen wir nochmal. So, dem Winkel. Mehr Druck. Also die ist echt schwierig zu machen. Jetzt haben wir. Also wenn es dampft, ist schlecht. Neue Stufe in Reparieren erreicht. Doch. Wir haben sie wieder hinbekommen, nicht? 98, 91, jawohl. Glück gehabt. Okay, das heißt, wir haben in Reparieren immerhin gelevelt. Auf Stufe 2, das ist auch gut. Also da will ich auf jeden Fall hochkommen, nicht? Das heißt, wir müssen Sachen immer mal wieder reparieren selber. Und Schlösser knacken ist auch auf jeden Fall wichtig, auch wenn man nichts klauen möchte, einfach um vielleicht alternative Türen zu öffnen oder vielleicht doch mal schneller zu entkommen und sowas. Trinkfest müssen wir auch auf jeden Fall verbessern. Das heißt, wir brauchen erstmal gleich ein Bier in der Schenke, würde ich sagen. So sieht das aus. Lesen, gut, lesen können wir gar nicht. Reiten, wir haben kein Pferd, ein bisschen haben wir geritten. Frage ich mich, wie wir das geschafft haben, wenn wir Reiten eigentlich nicht hatten. Kräuterkunde haben wir schon. Jagen, gut, müssen wir machen mit unserem Pfeil und Bogen. Hund haben wir auch noch nicht. Heimlichkeit, gut, wir haben ein bisschen geschlichen. Das müssen wir ausgeben. Bisschen mehr schleichen vielleicht. Und Alchemie auf Dauer auch natürlich auch wichtig. So, dann reden wir mal mit dem. Es ehrt mich, dass du zu mir kommst. Okay. Ja. Alles Gute. Aber wenn ich mit uns reden, können die hier auch nicht benutzen, nicht wahr? Sehr schade. Das hier hinten. Okay, hier bräuchte man Schloss knacken. Oh, ich dachte gerade. Aber hier können wir gratis essen, auf jeden Fall. Ich habe entdeckt Rüstschmied. Oh, hier kommen wir nicht durch die Tür. Aber ey, bei dem können wir doch bestimmt die Waffen verkaufen. Ach, der handelt nicht. Gott behüte dich. Ah, das ist schlecht. Aber manchmal hat das Spiel so Slowdowns, nicht so wie gerade. Gehilfe. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Okay, mit dem können wir auch nichts weiter reden. Da ist ein Bettler. Du bist der Schwertschmied. Brot, leckeres Brot.
Gelobt sei Jesus Christus. Ja, ja. Gelobt. Reparatur. Nein, lass uns handeln. Verkaufen möchte ich gerne. Und zwar, wir haben ja die Waffen geschliffen. Das heißt, wir kriegen auch mehr dafür. Aber 6, 2... Ja, das Schwert würde ich noch ungern weggeben, nicht? Aber andererseits will ich eigentlich nicht mit einem Schwertkampf... Ich komme nicht so gut mit dem Schwert klar. Das bringt mir halt nichts. So, 29 würden wir dafür kriegen. Was könnten wir uns denn kaufen? Eine richtige Axt kostet 710. Eine Breitaxt 482 immerhin. Kleine Schmiede-Set 80 zum Reparieren. Metallplaierte Streitaxt 2K. Ach du Scheiße. Schwere Streitaxt 918. Ja gut, damit werde ich mit meinen Kräutern auch nicht so warm. Aber wir verkaufen das jetzt erstmal. Und wir falschen natürlich allein für den Skill. Genau, über den Preis. Ist gut. Ja. Wir wollen... 32 ist gut, oder? Sind wir uns einig? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Nicht nur fast, schlag ein. So, wie genervt ist er? Okay, wir können noch einen versuchen. In Ordnung. Jawohl. Damit können wir uns bei Peschek auf jeden Fall freikaufen. Schon mal gut. Tschüss. Kommt, liebe Leute, und labt euch an diesem Duft. Ofenwarmes Lückchen. Brot. Heinrich, was machst du hier? Ich dachte, du wärst tot. Ach, lange Geschichte. Aber was ist mit dir? Wie bist du aus Scarlet entkommen? Das glaubst du nie. Ein himmelzerreißender Sturm ist nächtens aufgezogen und Sigismunds Heiden rannten in ihr Lager. Die hätten im Traum nicht gedacht, dass Herr Ratzig den Sturm für unsere Flucht nutzt. Das ganze Dorf konnte mir nichts, dir nichts entkommen. Und am Morgen fanden diese Hundsviertel nur eine leere Burg mit einer alten Ziege drin vor. Wie gern hätte ich ihre Gesichter gesehen. Ich auch. Die habt ihr richtig an der Nase herumgeführt. Kann ich Ihnen nicht was geben? Glück und Gesundheit. Was genau ist in Scarlets geschehen? Weißt du, was wirklich geschehen ist? Die Leute sagen, es wäre wegen dem Silber gewesen und weil Herr Ratz sich zum König hält. Wie lebt er sich in Rathai? Wie behagt dir das Leben in Rathai? Schätze, uns aufzunehmen war gütig. Aber dann überließen sie uns einfach uns selbst. Keiner schert sich einen Dreck um uns. Okay. Ich kann ihm nichts geben, leider. So, sie hat Brot, nicht? Gurken, saftige Gurken, Spargel und Pflaumen. Was soll ich mit einer Gurke? Doch was bleibt mir, ihr guten Leute? Beran? Sei gegrüßt. Was brauchst du? Okay, mit der können wir auch nur... Hier gibt es einen Schreiber. Ah, Alchemieladen. Das ist der Laden, den ich brauche. Hallo, mein sehr geehrter Apotheker, Lieblingsfreund, Lieblingshändler. Ja. Als ich dich das letzte Mal sah, dachte ich schon, ich müsste den Pfarrer kommen lassen. Ich bin wieder gesund. Ich fühle mich wie neu geboren. Freut mich, das zu hören. Wegen den Schulden. Wegen der Schulden. Wegen der Schulden. 121. Er braucht 50. Schulden bezahlen. Bitte sehr. Vielen Dank. Freut mich, dass du ein ehrbarer Mann bist. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Ruf verbessert. Wir wollen handeln. Jetzt haben wir nämlich nur noch 100. Und was hat er denn so Schönes? Auch nur Traum des Alchemisten? 60. Ja, das sind alles Werte, nicht? Wir können die 100er natürlich da rein investieren. Hier Rezepte für Tränke. Der hat echt tolle Sachen. Ich finde Alchemie in dem Spiel doch schon sehr hilfreich. In der einen oder anderen Situation. Aber wir wollen ihm was verkaufen. Er würde sogar Waffen kaufen. Nee. Oh, das hier, das müssen wir noch verkaufen beim Lederer oder so. Nahrung, die ist auch nicht mehr ganz so gut, nicht? Könnten wir eigentlich auch loswerden, die drei Brötchen. Aber wir haben auch nicht so viel Sattheit, wir können die also auch selber essen. So, ja, viel zahlen tun sie uns hierfür trotzdem nicht, nicht? Ich glaube, da brauchen wir erst mehr Ruf.
Das können wir aber ganz schnell machen gleich. Den Ruf ein bisschen erhöhen. So, Salbei. Die habe ich, die Karten? Uralte Karte 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Das ist bestimmt mit irgendeiner Quest zu tun, nicht? Mit diesen DLC-Dingern. Wir haben 6 Verbände. Ich verkaufe mal 2. Die sind zwar nicht so schwer. Einen zerbrochenen Pfeil will er haben. Kann er haben. Ein Dietrich haben wir nur. Gut, Dietriche können wir auch schwer kaufen. Salz hebe ich mal auf. Das klingt, als ob es das nicht oft gibt. Alte Stiefel. Ah, gut. Biancas Ring für 10 können wir noch verkaufen. Okay. Wir falschen natürlich. Lass uns über den Preis sprechen. Ja. Und jetzt machen wir nämlich einen Trick 17. Wir wollen nur 21 haben. Und, genau. Hier. Und etwas für die Mühe. Na sowas. Vielen lieben Dank. So, und das verbessert nämlich den Ruf. Und dann kriegen wir beim nächsten Mal nämlich mehr Geld. Echt? Das kann man sehr oft wiederholen. Gerade mit Kräutern ist das sehr gut. Und dann trainiert das auch noch Redekunst. Also von daher, Win-Win-Situation. Auch nicht immer, dass die 2 Groschen, die man mehr kriegen würde, aus den Leuten rauspressen. Es hilft eh nicht immer. Guten Abend. Okay. Alles Gute. Alles Gute. Hier hinten ist ein Friedhof. Oh, wir können auch schon neue Sachen sammeln. Da ist schon wieder ein Nest irgendwo. Aber ich kann es nicht hier runterschießen, nicht? Da kommen die Dorfwachen. Wenn ich aus Versehen jemanden treffe. Ich sehe es auch nicht, muss ich gestehen. Diesmal ist es gut versteckt. Im letzten Mal saß es ja bei so einem kleinen Baum auf dem Ast. Aber jetzt nehme ich es gerade nicht wahr. Was haben wir hier hinten für eine Tür? Ich darf hier hinten drin sein. Das ist eine Alchemiewerkstatt, nicht wahr? Alchemiebeginn. Ah, okay. Also hier, Destillator, Kessel, Zerstößeln, Tiegel, Mörser, Alkohol, Wein, Öl, Wasser. Okay. Jetzt nicht. Das machen wir dann irgendwann mal. Hier hinten ist die andere Seite von der Tür, wo wir nicht durchkamen, glaube ich. Doch nicht. Na, ich komme auf den anderen Innenhof zum Schneider. Schneider ist wichtig. Okay, wir sind noch sauber. Sehr gut. Schneider da links oder Schneider hier? Du bist nicht der Schneider, oder? Hier unten dürfen wir uns aufhalten, aber da nicht. Ah, hier. Wo kommen wir hier hin? Ah, hier ist der Knast. Wächter. Alles klar. Ich finde diese Gebäude, die hier so zusammengepappt sind, total geil. So. Rüstmeister. Ne, mit dir habe ich schon gehandelt. Richter Milan. Gott sei mit dir. Kämpfst du ums Geld? Du kämpfst um Geld? Bist du der Kerl, der um Geld kämpft? Woher weiß ich das? Was geht dich das an? Ich bin aus Scarlet's und würde gern mein Glück gegen dich versuchen. Warte mal, ich kenne dich doch. Aber ich kämpfe nur um Silber, kapiert? Okay. Also hier können wir später um Geld kämpfen, wo auch immer wir diese Informationen her haben. Wahrscheinlich von Pischek, obwohl wir gesagt haben, niemals. So, aber wo ist denn jetzt der Schneider gewesen?
Regen bei Sonnenschein. Wo ist der Regenbogen, nicht wahr? Ja, die Performance bricht manchmal ein, aber es liegt einfach nur selber intern am Spiel, nicht? Weil mein Rechner hat keinerlei Auslastung. Ich glaube, das Spiel kommt einfach selber mit manchen Sachen nicht mehr so gut klar. Wie Wettereffekten. Also da war der Rüstmeister. Hier. Ah, der hat zu. Okay, der Schneider hat zu. Oh, wir mussten uns waschen. Haben wir schon wieder gestunken nach 10 Minuten? Gut, bei Regen. Warum die sich zum Beispiel bei Regen nicht hier drunter stellen? Die stehen alle lieber daneben, weil man aus Versehen hier was klauen würde. Was haben wir hier? Ich glaube, der hatte interessantere Sachen. Karotten, Fackeln. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Dann lass uns handeln. Was hat er denn so? Braune Steppjacke, 150. Gewöhnlich geteerte Jacke. Hasenfleisch. Schmiedesets hat er auch. Schaufel. Wundpfeile. Spitzpfeile. Brennnessel nimmt er uns auch nur für 0,1 ab. Apropos Brennnessel. Wir sollten mal die Nahrung... Kann ich jetzt wieder sortieren? Jetzt kann ich auch wieder sortieren. Das ist ja interessant. Essen. Oh, die beiden Äpfel. Ich würde gerne den Käse verkaufen. Was sagt der denn zu seinem zu unserem Käse? 0,9. Was sagst du zu unserem Käse? Ich glaube, unser Käse ist vergammelt. Gott sei mit dir. Wie kann ich helfen? Lass uns handeln. Was zahlst du mir für meinen Käse? 0,9. Ich glaube, unser Käse ist nur noch Käse. Gott sei mit dir. Benötigst du etwas? Lass uns handeln. Ich frage mich, warum meine Redekunst auf 4 ist. Käse 0,8. Ja, okay. Ich glaube, der sinkt die ganze Zeit weiter. Wir verkaufen ihn. Immerhin für 3,2 noch. Besprechen wir den Preis. Ist gut. Und dann sagen wir... Hier, und etwas für die Mühe. Na sowas. Vielen lieben Dank. So, Ruf verbessert. Der Pranger? Neuer Kodex-Eintrag. Ja, den Pranger wollen wir auf jeden Fall nicht. Guten Abend. Auch nur eine Bürgerin. Mach's gut. Was haben wir hier für einen Laden? Wurst. Warum die Händlerin und dann nicht Fleischerin Was heißt? Was brauchst du? Wir gucken trotzdem da mal ins Inventar. Nicht Dörrfleisch, Co. und alles Mögliche. Ladenwachen. Metzger. Beste Grüße. Hast du irgendeine Aufgabe vielleicht? Nö. Alles Gute. Hat er auch nicht. So, damit haben wir die untere Hälfte bis auf die Kirche abgehandelt, würde ich sagen. Jetzt fehlen uns halt nur noch die gesamte Hauptstraße bis zur Burg. Ist auch nur eine Bürgerin. Und da haben wir noch einige Häuser vor uns, in denen oft Geschichten und andere Sachen stecken. Was mich nur nochmal interessiert ist, warum ist meine Redekunst reduziert? Weil ich müde bin. Oh. Okay. Das heißt, vielleicht sollten wir einmal nach Hause gehen und schlafen. Wir haben ja, glaube ich, jetzt relativ viel Platz im Inventar. 20 in etwa. Hier verbessern sich die FPS auch wieder merklich. Schade, dass das nie behoben wurde. Bettlerin Jana. Grüße. Was benötigst du? Okay. Sie sagen alle nur das Gleiche, nicht?
Und da hinten ist auch noch die untere Burg und da oben ist die obere Burg. Also da ist auf jeden Fall noch viel zu erkunden. Und es ist super interessant, dass das Spiel außerhalb der Stadt mit der ganzen Fernsicht mehr FPS hat als in der Stadt, nicht? Da sieht man erst, wie detailliert die Stadt ist oder wie wenig detailliert die Umgebung ist. So, schön runter mit der Atmung. Für die Vitalität. Und wir sammeln auf jeden Fall Pflanzen. Vielleicht sollten wir dann mit der Alchemie anfangen. Mit den Pflanzen, die wir sammeln, jetzt wo wir dann auch genug, ja, sag ich mal, mitbringen können. Und dann die Tränke verkaufen. Das könnte lukrativer sein natürlich. Als irgendwas anderes. Aber ich würde sagen, das erfahren wir alles beim nächsten Mal. Ich sammle hier noch kurz und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und auf Wiedersehen.